Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 16.10.2020. Damit dann auch Verfallstag. Und unser DAX hat den Nagel reingekriegt. Und nicht nur das, er hat gleich den ganzen Stamm gespalten. Und die Axt ist stecken geblieben. Also, was haben wir gesehen im DAX? Wir haben gesehen im DAX das, was wir die letzten Tage immer mal ein bisschen angesprochen hatten, bezüglich der Channelkante. Na, in dem Moment, wo er die eben kaputt macht. Ja, in dem Moment, wo er die untergräbt. Und da haben wir sie ja. Habe ich sie ja schon vorbereitet, als der DAX hier so impulsiv ein bisschen runtergekommen ist. Da haben wir darüber gesprochen, was kann passieren, wenn der DAX in den Channel zurückgeht, und haben auch darüber gesprochen, dass es für den DAX üblich ist, so durchaus bis in die Mitte vom Channel auf jeden Fall zurückzukommen. Ne? Und von dort dann entweder wieder rauszusteigen, den endgültigen Ausbruch zu versuchen oder zu verrecken, letztendlich halt. Ne? Ich finde, es ist eine sehr schöne Situation jetzt hier, weil es gibt so viel Klarheit im Chart. Also das macht auch technisch so viele Chancen einfach wieder auf halt. Ne? Wir haben auch im Premium-Dienst, es tut mir ja schon fast ein bisschen leid, wie wir unsere Elisa so zurückziehen müssten. Ne? Und wir haben ein bestimmtes Szenario, was wir hier bestätigt bekommen hatten in der Strecke halt, ne? Was wir dann zum Positionsaufbau nutzen wollten, insbesondere wenn hier dieser Channel nach unten aufgelöst wird. Ne? Da haben wir unsere Setups ein bisschen drauf vorbereitet, und dann kam genau das Gegenteil. Ja? Da musste man sich hier erstmal ein bisschen orientieren. Dann war oben der Ausbruch, da war ich dann natürlich gezwungenermaßen irgendwo dabei, Long zu suchen, und wir haben immer wieder uns gesagt, wir brauchen die Ausbruchskerzen, wir brauchen gekaufte Hochs, wir brauchen, dass der DAX hochgeht. Der muss halt irgendwo impulsiv das eben nach oben anstarten, weil er dann hinten raus eben schön beschleunigen kann. Das war sogar egal, dass er so seitwärts gemacht hat. Ne? Es hätte trotzdem hinten rausbringen können, aber hätte eine fette grüne Impulskerzen irgendwo setzen können, dann hätten wir unsere Elisa da auch wieder Long reingestellt. Das hat sich auch nicht angeboten. Hier oben Short zu gehen, hat sich für unsere Trading-Setups auch nicht angeboten, weil es wäre gegen den Trend gewesen. Es ist theoretisch ein Long-Ausbruch, es ist ein Abwärtstrendbruch, macht man nicht halt. Ne? So in dem Moment, wo er jetzt aber sowas macht, da gibt er wieder den Ton an, da gibt er die Musik an, da gibt er die Richtung vor. Das ist impulsiv, das ist trendbestimmt. Und das finde ich schön, weil jetzt können wir auch mal wieder das, was wir am Trimdienst ja eigentlich primär als Ziel haben, halt einfach mal auch hingehen und sagen, okay, wir platzieren jetzt auch mal ein paar Orders hier wieder rein, ne? Dass man auch mal ein paar Rückläufe mit einem versucht zu traden, dass man an markanten Level einfach versucht, nochmal ein bisschen aufzubauen, Positionen reinzunehmen und so weiter und so fort, um hier an den nächsten Punkten zu nehmen. Ich persönlich bin jemand, dem ist das so egal, dass hier so eine lange Strecke erstmal so verpufft, dass man die verpasst. Ne, weil mir ist immer wichtig, dass das, was ich mache, dass das sauber ist von der Technik, von der Signalqualität. Bei Trades, die klappen auch so oft nicht, selbst wenn sie auch mal sauber platziert sind. Und da ist es einfach wichtig, dass man versucht, so viel Wahrscheinlichkeit auf dem Zettel zu haben, wie das geht. Und jetzt kriegen wir halt hier wieder ein bisschen schönes Ding halt. Ich hätte es schöner gefunden, wenn er noch einen Tagesschluss unter 700 gebracht hätte. Da hätte mir die Tageskerze einfach besser gefallen. Wir gucken uns mal den Freitag an, aber ich glaube, ich würde jetzt trotz Verfall auch durchaus schon zum Freitag vielleicht die eine oder andere Position mit dann bei uns mit reinstellen. Und Sie sehen es auch hier, was ich Ihnen eingezeichnet habe. Der Aufwärtstrend ist gebrochen, den wir hier seit 12.330 haben. Das heißt, wenn unser DAX hier sich Mühe gibt und noch ein bisschen tiefer wühlt, geben Sie ihm da den Platz bis 12.530, 12.550. Das wird jetzt hier so Austobzone halt, ne? Da kann er nach unten gehen. Und bitte verstehen Sie und lernen Sie, mit der Bewegung zu handeln und Stop-Loss zu setzen. Freunde, wenn ich das sehe und höre, dass unser Long-KO-Schein vom Emittenten im Handel eingestellt wurde, weil zu viel davon gekauft wurde und der Emittent auf dem K.O.-Niveau die Positionen gar nicht mehr abbilden kann, also dann zeigt mir das, dass hier was nicht richtig läuft. Bitte, Freunde, wirklich. Das kann nicht sein, dass uns in so einer Strecke der K.O.-Schein vom Emittenten eingestellt wird, weil die maximale Stückzahl, die der Emittent bereit ist, in den Markt zu geben, erreicht, erschöpft ist. Also, sie sollen, ja, das. Ich zeige Ihnen das, das sind jetzt hier schon die neuen Scheine drin, ja. Aber es ist trotzdem wichtig, dass Sie verstehen und zu lernen und auch für den Handel mitzunehmen. Hier steht K.O.-Schein für
Aufwärtsstrecken und K.O.-Schein für Abwärtsstrecken. Ich weiß, dass es sich unheimlich toll anfühlt, wenn man im absoluten Tief Long drinnen steht und man schön lang laufen kann. Das ist viel besser, wie als steigt man beispielsweise hier Long ein und lässt das alles gegen sich laufen und so weiter und sitzt lange im Minus. Dann machen es viele, dass der Trade erst in den Gewinn oder knapp in den Gewinn läuft und die realisieren sofort wieder. Aber das ist gegen den Trend gehandelt, Freunde. Und das ist auf Dauer verdient man damit nachhaltig kein Geld. Das ist nachweislich einfach so. Das heißt, unterm Strich bleibt am Jahresmonatsende dann in der Regel nicht viel übrig, was man sich auszahlen lassen kann. Deswegen sehen Sie das ruhig nochmal mit halt, ne? Also auch bei uns im Premium-Dienst haben wir zum Beispiel auch heute früh klipp und klar geschrieben, wir erwarten einen Seitwärtstag zwischen diesen Bereichen. Aber wenn der DAX einen Stundenschluss unter 12,29 kriegt, dann kann er in eine mehrstündige Übertreibung gehen. Das haben wir heute so geschrieben. Und die ersten Mails, die ich gekriegt habe bei 12.800 rum, war Premium oder per WhatsApp kam es, glaube ich, ne? Warum kommt jetzt hier kein Update? Ich bin bei 12.810 Long. Ich habe so hohe Verluste. Ich erwarte, dass ich hier unterstützt werde. Wenn ihr meine erste Unterstützung euch anschaut, wenn ihr die Analysen anschaut, wenn ihr die vielleicht sogar einen Premium-Dienst von uns habt und ihr ignoriert dort aber das, was wir schreiben und diese wichtigen Bereiche, an denen man sich vielleicht auch mal drehen soll, dann bitte, bitte, bitte setzt doch wenigstens Stop-Loss. Ja, damit ihr eben nicht bei 12.600 feststellt, na, das war große Scheiße, was ich gemacht habe. Aber ist egal, der Martin ist dran schuld. Das könnt ihr gerne so machen. Ich habe da kein Problem mit. Aber es hilft doch nicht, dass am Jahresende Gewinn bei rauskommt. Also nehmt solche Situationen und nehmt euch vor, wenn ihr sowas hattet, künftig daran zu arbeiten, dass das nicht wieder vorkommt, um euch die Verluste zu ersparen. Und selbst wenn das vielleicht jetzt gut ausgeht und der Markt euch hier belohnt und wieder zurückbringt. Aber nehmt euch vor, künftig anders zu arbeiten. Das funktioniert so nicht. Das ist kein Trading, das ist Gezocke. Und dafür braucht man keine Analyse. Ehrlich, dann würfeln Sie, da kommt das Gleiche bei raus. Würfeln Sie, gehen Sie bei 1 bis 3, gehen Sie long, bei 4 bis 6 gehen Sie short und dann ärgern Sie sich über den Würfel, dass der Würfel schlecht war. Das ist genau das Gleiche. Das bringt Ihnen nichts. Ne? Sie müssen schon versuchen, ein bisschen die technischen Wahrscheinlichkeiten einfach zu nutzen. Und hier in der Analyse war schon recht klar gesagt, wenn der DAX unter 12,69 geht, kann er hier bis 12.800 eben erstmal erreichen. War nicht gesagt, dass er von 12.800 kerzengerade nach oben durchsteigen muss. Ne? Es ist ein schöner Bereich gewesen, es ist eine schöne Unterstützung, aber wenn man 12.800, 12.810 Long probiert, warum grenzt man sich die Position nicht im Bereich, keine Ahnung, 87, 77, 67 mit einem Stop-Loss ab? In dem Moment stoppt man sich hier dann vielleicht 40, 50 Punkte aus, ist aber 300 Punkte nicht mehr im Minus. Dann kann man vielleicht die 12.640 nochmal probieren und macht auch hier wieder einen knappen Stop-Loss da irgendwo. Weiß ich nicht, und 12, 5, 95, keine Ahnung, 50, 40 Punkte, suchen sich irgendwo was raus, was ein gutes Gefühl für kriegen, was immer wieder gut passt. Sammeln Sie da ein bisschen Erfahrungswert, aber nutzen Sie die Stop-Loss einfach, um die Verluste zu begrenzen. Sie haben nichts gekonnt, wenn Sie sich an einem Tag, wo der Markt einfach mal Sie überrascht, überrumpelt, ein bisschen aus dem Ruder läuft, und das wird er immer wieder tun. Das kommt jeden Monat vor, mehrmals sogar, jeden Monat mehrmals. Aber Sie haben nichts gekonnt, wenn Sie sich an diesen Tagen immer wieder die Depots versauen. Das ist schade um die Zeit, die Sie sich dann nehmen. Ja, und dann sitzen viele da und sagen, oh, ich habe den ganzen Tag ganzen Monat mit Trading verdüdelt und ist nichts bei rausgekommen. Das sind vermeidbare Fehler, das muss ich ganz offen so sagen. Das ist einfach so halt, ne? Und deswegen einfach ein bisschen versuchen zusammenzureißen. Sagen Sie sich immer wieder, ich bin kein Zocker, ich versuche das hier professionell, arbeiten Sie damit Zetteln am Bildschirm und wie auch immer. Aber stellen Sie solche Fehler ab. Und wirklich, Leute, das kann nicht sein, dass der Emittent den Schein einstellt, weil hier alle Long gekauft haben. Wirklich, das kann nicht sein. Da läuft was nicht richtig. Insbesondere, wenn wir hier die Pfeile gesetzt haben halt, ne? Also, da fühle ich mich fehlverstanden. Ja, und ich glaube auch nicht, dass sie das so auch aus der Analyse rausgehört haben, dass sie da long handeln sollen in dem Moment, wo der DAX unter 12,69 rausgeht. Das sind Instinkte, die das bei ihnen rauskitzeln. Und da muss man aber echt
einfach mal lernen, da ein bisschen gegenzuhandeln halt, ne? Dass man das lässt und vielleicht einfach die erste grüne Kerze abwartet und dann den Long dahinter, ne? Also, was haben wir sich gestern sogar so erzählt? Warten Sie die erste grüne Kerze ab, links ein Stop-Loss dahinter, darunter, unter die Kerze. Ich glaube, da ist man hier auch nicht schlecht mitgefahren halt, ne? Und wenn es die dann weghaut, dann ist das halt so. Das gehört auch dazu. Aber dann haben sie einen kleinen Verlust auf eine größere Chance gehabt. Na? Und von daher, das ist mir einfach wichtig. Auch wenn ich jetzt hier wieder ewig Zeit vertrödel, schon wieder 10 Minuten jetzt nichts geredet habe, es sind aber auch solche Tage, da muss man einfach, die kommen immer wieder, die gehören dazu. Und es gehören auch Tage dazu, wo genau nach so einem Tag nochmal so ein Tag kommt. Und wenn Ihnen dann das Depot platzt, na, aber herzlichen Glückwunsch, dann sind Sie die ganz großen Gewinner. Nein, da können Sie sich einen L, ja, Daumen raus, Zeigefinger hoch, das können Sie schon die Stirn halten. Dann ist man ein Versager, dann ist man ein Loser. Ja, ich stand auch mal in der Position, wo ich wirklich effektiv einfach auch mal eingestehen musste, das, was ich mache, ist scheiße. Also was ich mache, mit dem verliere ich nur Geld. Also muss ich was ändern. Und der Markt ändert sich nicht für mich, also muss ich mich ändern. Ja, also da will ich Ihnen einfach nur noch mal ins Gewissen reden, weil das ist nicht schön, Verlierer zu sein halt, ne? Das macht es auch irgendwo keinen Spaß mehr halt, ne? Und da können Sie dann auf mich schimpfen. Ich bin da gerne auch mal das Ventil. Ich kenne das ja. Das ist immer wieder das Gleiche. Ja, aber dann atmen Sie auch mal ein bisschen durch, holen Sie tief Luft und versuchen sich noch mal ein bisschen zu besinnen, wo lag denn der eigentliche Fehler, der zu dieser Situation geführt hat. Und das ist in 95% der Fälle der nicht vorhandene Stop-Loss. So, also nehme ich vielleicht in Kauf, dass ich die nächsten Male immer wieder mal ein bisschen blöd ausgestoppt werde, verhindere dadurch aber, dass ich mir an solchen Tagen halt das Depot versaue oder an den Tagen, die nach solchen Tagen kommen, weil hier ist noch keiner rausgekommen. Und da sind wir auch genau jetzt beim Thema von der Analyse, wo ich jetzt hin will, nämlich, dass hier echt viele überrascht und überrumpelt wurden. So, da stecken auch, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele noch in der Position drin. Sonst wäre der nicht so komisch nach oben gekommen. Weil zu Donnerstagen sieht man es sehr, 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 sehr oft, dass der DAX, wenn er denn vormittags so richtig nach unten wegreißt, das komplett auskontern kann. Das ist ganz typisch für Donnerstage, dass er denn richtig durchzieht. Gerade so 15:30 richtig Druck auf den Kessel bringt und manchmal sogar noch mal ein neues Tageshoch setzt. Ganz typisch für Donnerstag. Das, was Sie hier gesehen haben, zeigt, der will tief bleiben. Der will das gar nicht. Der will das gar nicht auskommen. Der will gar nicht hoch, weil er hier unten eher noch sein Fressen hat. Das heißt, ich würde hier jetzt für den neuen Tag tatsächlich veranschlagen, dass wir gegebenenfalls nochmal einen Bogen nach unten machen und dass dabei sogar nochmal ein neues Tief kommen kann. Das wäre jetzt tatsächlich meine Erwartung. Vielleicht ein kleiner Doppelboden, eher aber noch ein neues Tief. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es sich von dort auch durchaus zum Freitag nochmal langsam runterhangeln kann. Sollte er sich runterhangeln lassen, der Bereich um 5,50, 5,30 ist schick. Aus dem Bereich kann er sich gut wieder nach oben drehen. Ja, für kleine Zwischenerholung Richtung 12,640. Aber wenn er unter 5,30 geht, dann hätten wir ja bei 4,70 noch dieses offene Xetra-Gap, die 400, die 4,40 und die 400, die aber so verteilt liegen, dass ich glaube, es wird den Käufern schwerfallen, die sich dort zentral zu einigen und zu unterstützen. Und das wird erst wieder hier am Tief so sein. Und deswegen würde ich schon so sagen, wenn der uns auch noch unter 5,30 wegrutscht, ist eine 3,70 erreichbar. Und geht er unter 3,70, rechne ich mit einem direkten Anlaufen der 200-Tage-Linie. Und die liegt bei 12.180 rum. Ja, also hier unterhalb der 12.200. So, das soweit der Blick auf der Unterseite. Auf der Oberseite können wir als Rücklaufbereich auf jeden Fall mal eine 12.800 im Blick behalten. Aber auch hier oben, die ist um die 12.900, 12.930, 12.900 bis 12.935, 12.960 vielleicht sogar noch. Also das wird eine schöne Zone hier zwischen 12.900 und 12.960. Sollte der Markt da hochkommen, könnte er von dort auch deutlich wieder runterdrehen. Alles, was dann höher geht, wäre Kaufsignal. Ja, wäre Kontersignal und da könnte man dann hier im Grunde eigentlich den Trigger von hier oben einfach jetzt runterziehen, weil man sagen müsste, wenn der DAX da wieder hochgeht, ist eigentlich schon zu spät.
dann wird nach unten nicht mehr viel passieren. Aber ich denke mal, so wie, also wenn ich das mit den Scheinen so sehe halt, ne, wenn ich die Schrift, den Schriftwechsel von heute sehe, wie gereizt die Leute, wie böse die Leute waren, wie wütend die waren auf das, was da passiert ist. Ne, Wut, das ist, wissen Sie, was passiert, wenn Privatanleger wütend werden? Die fühlen sich unfair behandelt. Und was passiert, wenn jemand sich unfair behandelt fühlt? Dann steigt sein Risikobewusstsein. Was passiert, wenn das Risikobewusstsein steigt? Wenn man aggressiver wird, dann geht man mehr Risiken ein. Sprich, man erhöht die Positionsgröße, man erhöht die Trade-Frequenz, man macht mehr, als man vielleicht sonst machen will, und man erhöht das Risiko. Man gibt den Markt genau in dem Moment, wo man eigentlich schwach ist und sich zurückziehen sollte, weil der Markt der ist, der einen kaputt macht. In dem Moment gehen ganz viele Privatanleger einfach, weil sie es nicht kennen oder weil sie es nicht können, weil es ihnen nie jemand gesagt hat, wie man in so einer Situation handelt, dass man einfach eben mal auch den Stecker zieht und den Tag einfach mal ausmacht, nicht weiter handelt, weil es in der Regel nicht besser wird. Ne? Einfach weil ihnen das niemand sagt, machen es ganz viele so, dass sie dann mehr Gas reingeben, mehr Druck reingeben, mehr Aggression und mehr Risiko. Ja, die werden risikoaverser in dem Moment, wo sie wütend werden, wo sie aggressiv werden. Ja, und in dem Moment glaube ich, dass wir hier ganz viele Longs reingekriegt haben, die enge Stops haben. Ja, und die sind jetzt auch leichtes Futter und deswegen könnte ich mir einfach vorstellen, dass wir den nicht nach oben rausziehen zum Freitag, sondern dass wir unten nochmal das Futter holen. Das Futter holen, was die wütenden, aggressiven Privatanleger zum Donnerstag jetzt in den Markt gelegt haben. Fände ich typisch, fände ich üblich und würde eigentlich auf alles passen. Verfallstag mir hier egal. Haben wir ein bisschen im Hinterkopf, dass kleiner Verfallstag ist, aber es ist ein Oktoberverfall, es ist Pupser. Der Septemberverfall ist mit einer der wichtigsten, der Dezemberverfall ist mit einer der wichtigsten Verfallstermine. Der Oktober, November, auch November, das sind so Verfallstermine, da braucht man sich, glaube ich, nicht so viel Platte drum machen. Das sind halt, das sind die Umsätze so klein, einfach weil sich alle auf diesen Dezember und diesen September fokussieren. Das ist um den April rum oder den Februar ist das immer anders halt, ne? Aber ja, Oktober und November, das sind nun wirklich keine prägnanten Verfallstermine. Trotzdem nicht vernachlässigen, es ist Verfallstag halt, ne? Da ticken die Uhren ein bisschen anders. Aber ich, ja, würde deswegen trotzdem sagen, wir stellen das zurück. Kommt der Markt schwach rein, drückt es sich nach unten durch, sehe ich durchaus nochmal im Bereich um 12.600, eher sogar tiefer, 12.75, 12.50, 12.530 geht er hoch, haben wir Rücklaufmarke bei 12.800 und dann eben den Bereich um 12.900 bis 12.69, den finde ich ganz interessant. Mir auch bitte die neuen K.O.-Scheine mit ein bisschen beachten. Wir ziehen das jetzt einfach wieder zurück. Das sind die alten, die kennen Sie alle noch, hat vielleicht der eine oder andere noch im Depot. Die würde ich jetzt hier einfach wieder ausgraben, weil wir jetzt doch ganzes Stück tiefer stehen, als das noch vor ein paar Tagen der Fall war. Deswegen kann ich die jetzt guten Wissens wieder reinnehmen, einfach damit man, also wenn man jetzt hier ein Short will, was hat man vorher K.O.? 13.600 ist einfach zu teuer, dann der K.O.-Schein halt. Ne? Also was heißt zu teuer? Der ist zu hoher Stückpreis dann. Ne? Deswegen würde ich das jetzt einfach runterziehen. Einen Long hier jetzt mit so knappem Abstand hier, knappe um die 5,30 rum, würde ich jetzt auch nicht eingehen wollen. Mehr eher sogar vielleicht hier jetzt raus und dann umschichten auf einen anderen. Ja, das ist. Das wäre mir zu heiß einfach, weil das ist schon angreifbar, es ist einfach angreifbar, es ist leicht angreifbar für den Markt halt, ne? Es ist leicht zu holen. Also nehmen Sie das mit, das hier, nehmen Sie sich das zu Herzen, hören Sie sich das Video vielleicht auch zwei, drei Mal an, nehmen Sie sich das zu Herzen, was ich gesagt habe, wirklich. Ich sage das auch nicht, weil ich keine Ahnung da irgendwas von habe und dann einen Mehrwert von. Tut mir einfach in der Seele weh, wenn ich sowas sehe halt, ne? Wie Leute das Geld zum Fenster raushauen. Das ist schade. Das ist einfach hart verdientes Geld, was man erarbeitet. Und das haut man mit Fehlern raus, die man A, abgestellt bekommt und B, die unnötig sind, einfach weil es instinktive Anfängerfehler sind. Und das muss nicht sein. Ja, dafür gucken Sie nicht die Videos hier, damit Sie sich wie der letzte dämlichste Anfänger verhalten, den es gibt. Das sagen Sie sich ruhig auch nochmal selber halt. Ne? Sie müssen sich das selber in die Pflicht nehmen. Sie können sich's leider nicht so einfach machen und mich vorschieben. Das geht, es hilft Ihnen einfach nicht.
Nicht, weil ich das nicht will oder weil ich mich da schlecht fühle. Es hilft ihnen nichts. Dann nehmen sie sich den nächsten Analysten, dann haben sie damit die gleichen Probleme. Es liegt an ihnen, was und wann sie wo wie handeln. Punkt. Okay? Gut, also Klappe zu, Affe tot, Money Monkeys lebt aber noch und wir hören uns dann am Sonntag wieder. Ja, bis dahin maximale Erfolge zum Freitag und vernünftig bleiben, bitte. Nicht mir wieder die Scheine kaputt machen. Ich nicht, dass ich noch Ärger kriege hier. Nur weil ich hier so einen Schein in die Auswahl reinnehme. Ja. Nachher rufen die noch bei mir an. Ja, ey, was macht denn ihr hier? Ja, können auch nicht unsere Scheine kaputt machen. Kann ich nur sagen, ich kann auch nichts dafür, was die hier machen. Das war nicht gemeint gewesen, dass hier alle Long kaufen, wenn der Markt unter 12,69 fällt. Definitiv nicht. Gut, alles klar. Dann. Ich hoffe, es hilft Ihnen. Wenn ja, dann gerne auch mal gefällt mir klicken. Sind nicht immer nur die dabei, die gefällt mir nicht klicken. Und wir hören uns Sonntag wieder. Hä? Ich meine es nicht böse mit Ihnen, aber ich denke, ich helfe Ihnen einfach damit halt. Ne? Gut, alles klar. Tschüss.